Hä? Oh Gott. Ich hab verschlafen. Es geht weiter. Willkommen zurück. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen. Wundert euch nicht. Mich hat's erwischt. Ein bisschen aber nur. Aber das hält mich nicht davon ab, Let's Plays für euch zu machen. Wir betreten jetzt den nächsten Kurs. Und der Kurs, den hasse ich wie die Pest. Man kann es eigentlich... wie kann man es beschreiben? Ich meine, es gibt Kurse, die ich mag. Es gibt Kurse, die ich nicht mag. Und es gibt diesen Kurs hier. Da wisst ihr Bescheid, was ich über diesen Kurs denke. Weil du kannst wirklich an jeder Stelle, egal wo, an jeder Stelle kannst du, jetzt ist was passiert, so runterfallen. Das ist halt ein bisschen blöd an dem Kurs. Weil der Kurs, ich werde euch das mal kurz zeigen, ich glaube, das zeige ich euch mal kurz. Egal wo, du bist nie sicher. Der ist hoch, das ist glaube ich der, ne, ich werde nicht sagen der höchste Kurs. Gibt es bestimmt noch ein paar Kurse, die sind noch höher. Aber, wie gesagt, da haben wir es schon. An jeder Stelle kann man runterfallen. Ich bin Gott sei Dank nicht ganz bis nach unten gefallen. Ja, jetzt kommt schon wieder was Unlogisches. So. Also egal welcher Japaner diesen Kurs hier konstruiert hat, würde bei mir in hohem Bogen rausfliegen. Der würde bei mir keine Sekunde länger Kurse für Super Mario entwickeln. Könnte sich einen neuen Job suchen. So, wir tun uns endlich mal den ersten Stern. Jetzt haben wir so lange rumgelabert, oder ich habe so lange rumgelabert, habe dabei total vergessen, die Sterne zu suchen. Das war der erste Stern. Rolle den Käfig. So, jetzt bin ich hier voll da. Jetzt habe ich mich genug aufgeregt über den Kurs. Das hilft ja nichts. Wir müssen ihn ja trotzdem machen, um das Spiel zu beenden. Achte auf das Pendel. So, zack. Achte auf das Pendel. Da müssen wir... Ich glaube, ich muss mal ein bisschen höher. So, wieder hier an den unlogischen Blöcken vorbei. Ja, genau in dem Moment, wo ich mich drehe, war ja klar. So. Das da... Nee, das war der Stern nicht. Das war er nicht. Das war, glaube ich, der dritte oder vierte Stern, wenn ich mich noch recht erinnere. So. Achte auf das Pendel, dann müssen wir hier hin und jetzt kriegen wir ein extra Leben. Ach, wie schön. Oh, und diese Ratte hier wieder. Nein. Die haben wir doch schon mal gehabt. Ich weiß nicht mehr in welchem Kurs, ich glaube in Kurs 11 war das, als wir in Atlantis, der versunkenen Stadt Atlantis waren, da waren diese Viecher auch schon. Da ist Stern Nummer 2. 88. So, achte auf das Pendel. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen. Aber wie gesagt, das bringt mich nicht davon ab, hier Let's Plays zu machen. So, lass dir den Weg zeigen. So, jetzt müssen wir aber zu dem Stern, der direkt unterhalb des ersten Sternes ist. Oder war? Nein. Ist er. Ist es ja immer noch. Nicht mehr lang. Ja. Na komm, dreht euch. Ich bin gut vorbereitet. Na komm, dreht euch doch. Ja, da hätte ich auch einfach drüber springen können. Zack. So, nein. So, diesen Stern hätten wir mal noch. Ich weiß nicht, also den Stern, den kann man noch auf zwei Varianten holen. Fuck. What the fuck? Das meine ich. Wenn du kurz eine Sekunde nicht aufpasst, bist du sofort tot.
Das ist blöd. Deswegen verfluche ich auch den Japaner, der diesen Kurs erstellt hat. Aber es hilft ja nichts zu jammern. Wir müssen es ja trotzdem durchspielen, den Kurs. So. Na komm, dreht euch. Diesmal drehen sie sich nicht. Aber wenn ich jetzt hier wieder drauf bin. Ja, wusste ich doch. So. Hier rum. Und da hin. Und hier. Nein, bitte nicht, bitte. Da. Ey, das gibt's doch nicht. Ich könnte mich jetzt schon wieder aufregen über die Japaner, aber darin bin ich nicht gut. Da gibt es ja einen anderen Let's Player, den ihr bestimmt kennt, der sich viel besser als ich und viel, viel lustiger über Japaner aufregen kann. Also lasse ich das sein. Nein. So. So, aber jetzt komm. Mach keinen Scheiß. So, wir hätten jetzt auch mit diesem Zeiger da fahren können, aber das, ihr seht ja, es hätte Stunden, Stunden und nochmal Stunden gedauert. Ich meine, gibt es bestimmt ein paar, die den Weg nehmen, aber ich nehme mal halt den Weg, weil ich finde, der ist kürzer und der ist auch einfacher. So, stampfe möchte ich auch. Jetzt geht's noch weiter hinaus. Ah, was heißt hinauf? Hinaus, hinauf wollte ich sagen. Wir müssen nämlich noch ein bisschen höher in diesem Kurs. Fast, wäre ich fast gegen dieses Pendel gesprungen. Ja, komm. Macht keine Scheiße. So, zack. Hier wieder rauf. So. Boah, ey, bin ich froh, wenn ich diesen Kurs dann mal rum hab. Irgendwann. Nein! Nein! Ey, ich verfluche diesen Kurs. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich diesen Kurs hasse? Ich hasse diesen Kurs. Ich hasse diesen Kurs. Und ich habe nur noch, habe ich gerade gesehen, ein Leben. Und das wäre wohl oberpeinlich, wenn ich in dem Spiel mit null Leben ausscheiden würde. Ja, ich sag einfach mal. Das kann doch nicht sein. Ey Junge, jetzt reicht's mir. Jetzt mache ich aber mal einen auf Deadlift. Ich meine nicht Ernst, weil Ernst ist heute nicht da. Ich mach jetzt einen auf Deadlift. So. Freundchen, jetzt geht's los. Zack. Na, dreh dich. Zack. So. Und weiter geht's. Zack. Na, warten. Na komm, ihr dreht euch doch eh gleich wieder. Nein. Ich jetzt einfach hier rüber, ey, kein Bock. So, zack. Na, jetzt ich war schon wieder. Nein! Ey, was ist denn heute los? Also. Das gibt's echt nicht, ey. Ich habe null Leben und wäre fast gestorben und wäre Game Over gewesen. Das war nicht geplant. So, jetzt aber. Jetzt tue ich mir wenigstens oben wieder dieses Leben. Habe ich wenigstens ein Leben. So, da habe ich wenigstens eins. Ja! Supi! So. Dann hier hoch. Ach du Scheiße. Hier weiter. Zack.
So, die Blöcke. Ja, die Blöcke drehen sich auch. Okay, Leute, sorry, dass ich kurz schneiden musste, weil ich kurz weg musste. Meine Mutter hatte mich gerufen. Deswegen musste ich kurz schneiden. Aber jetzt bin ich wieder voll da. Und sind weiter auf dem Weg nach oben. Zu. Ich glaube, Stampfe möchte ich auf. War der Stern. Die Stelle habe ich ja auch gehasst. Ja. So, jetzt. Oh, hoffentlich. Ah, das Pendel kriegen wir da nicht mehr. Das Pendel, den Zeiger meine ich. Warum sage ich immer Pendel? Hä? Das ist scheiße. So, jetzt aber. Ey, bin ich froh, ja, wenn ich diesen Kurs endlich rum hab. So, jetzt komm. Es gibt, glaube ich, eine Abkürzung. Aber die versuche ich erst gar nicht zu nehmen. Weil ich die sowieso nicht schaffe. Also warten wir hier auf den Zeiger. Wir haben ja viel Zeit. Sag mal, wo? Oh nein. Sag mal, da. Gut, also. Ist gleich bei uns. Nein. So, jetzt aber, komm. So, jetzt, komm. So, jetzt. So, jetzt müssen wir warten, bis uns da zu dieser Plattform bringt. Ja. Kann sich echt nur noch um Stunden handeln. Ah! Wir sind da. So, jetzt müssen wir hier rauf. Zack. Oh, stampfe mächtig auf. Wer von uns beiden stampft wohl am mächtigsten auf? 90 Sterne. Oh yeah. So, stampfe mich dich auf. So. Nur noch zwei. Nur noch zwei. Springe auf den Schwebebalken. Und wieder weiter geht's. So. Zack. Drehen sich jetzt hier schneller, glaube ich, ja. Oh Mann. So, aufpassen. Ja, komm. So. Ja, jetzt dreht sich wieder alles ein bisschen schneller. Aber gleich. Wenn wir den letzten Stern holen, müssen wir. Dann wird der Kurs hier stillstehen. Die Zeit wird stillstehen. Kann man sagen. Dann bewegen sich nicht mehr die Sachen, dann bewege nur noch ich mich und die ganzen Gegner, die hier sind. Und wieder zwei Leben. Oh, wir haben unser Lebenskonto wieder aufgefüllt. So. Wow. So, jetzt aber komm. Zweiter Versuch. Ja. Super. Diesmal müssen wir hier hin. Auf diesen Balken hier. Das meinen die damit Schwebebalken. Aber muss ich noch eine Runde warten. So, aber jetzt. Here we go! Oh yeah! Boah. So. Einer geht noch rein. Zack! So. Jetzt steht der Zeiger auf 12. Aha.
Die Stunde 12 hat geschlagen. Und wie ihr seht. Ha! Der Kurs steht still. Das brauchen wir auch. Weil wir nämlich hier dann leichter die roten Münzen holen können. Weil sonst hätten wir hochgehen müssen, dann von unten uns die roten Münzen holen müssen. Oh Gott, was ist das für ein Zungenbrecher? Dann hätten wir uns von unten die roten Münzen holen müssen. Boah. Das ist mal ein Zungenbrecher. Von oben die roten Münzen holen müssen. Weiter geht's. 6. So, nur noch 2. Ich finde eigentlich, den roten Münzenschellen zu holen, ist eigentlich am einfachsten. Von den 8 Sternen. 6. 6 Sterne. Hä, warum sage ich 8 Sterne? Es sind nur 6 Sterne pro Kurs. Und den Kurs haben wir fertig. Oh, ich bin auch fertig mit den Nerven. Ey, der Kurs, der ist einfach nur scheiße. Aber ich musste leider nochmal hin, weil ich mir ja dann den 100 Münzenstern holen muss noch in jedem Kurs. Ha, und dann im nächsten Part. Warum geht er da jetzt nicht rein? Verstehe ich nicht. Zack. Ich hoffe, dass es hier ist und nicht auf der anderen Seite. Jawohl. Nein, es ist hier. Können wir mal kurz einen Blick nach unten werfen. Da. Da befindet sich der letzte Kurs. Ja, Kurs 15. Da holen wir dann zum letzten Mal 6 Sterne. Und dann fangen wir wieder nochmal von vorne an. Weil müssen wir uns dann noch die versteckten Sterne holen. Ich glaube, es sind noch 4 oder 5. Ich glaube, es sind 5. Und dann müssen wir dann noch 1500 Münzensterne holen. Also, wir sind schon fast fertig mit dem Spiel, aber noch lange nicht durch. Na, nee, der Satz war unlogisch. Egal. Egal, wir sagen einfach so, oder ich sage einfach so, das Spiel ist noch nicht zu Ende. So sage ich es jetzt am besten. Also, bis zum nächsten Mal. Euer HSPLP.